So, schönen guten Tag und willkommen wieder. Also, was ist wieder? Für einen Let's Play. Ich, für Amnesia The Dark Descent oder Amnesia The Dark Descent. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber. Ja, auf jeden Fall mache ich wieder einen Versuch mit der Facecam und Anfang. Das ist nicht so gut gelaufen, weil. Zum Teil sehr, hat irgendwie eine Macke. Keine Ahnung warum. Ja, ich würde einfach sagen, wir starten hier mal ein neues Spiel für die Let's Play-Reihe, weil ich mache das Let's Play dazu. Ich habe jetzt einen Test gemacht. Ich will eigentlich unbedingt mal Let's Play darüber machen, weil es eigentlich ein sehr cooles Spiel ist, finde ich. Also entschuldigt mich hier die kleine Unannehmlichkeit. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... Yes. I am Daniel. Der ist nicht unendlich lang machen. Wie gesagt, die kleine Unannehmlichkeit am Anfang. Ich habe versucht, das zu machen, aber vielleicht versuche ich das auch aus. Ich meine, ich bin nicht so geschickt mit Kampese. Ich weiß jetzt nicht, was. Ist im Bestand angezeigt. Turbulator. Wie kann ich auf den Turbulator zugreifen? Als gemeinsame Zweisamkeit. Noch ein bisschen schön weinen, nur nicht, wenn sie den Hauswein haben. Besser sehen kann, damit ich schneller vorankomme, so wollte ich sagen. Ja.
Nur wenn ich sagen, dass es nicht freigegeben ist. Lag in seinem Mund türkischer Honig, dachte er, genau wie der beim Konsulat in Konstantinopel. Konstantinopel ist das heutige Istanbul. Istanbul war schon nie, wie ich ihn hinkommen muss. Also ein bisschen gruselig finde ich es, aber ich finde es nicht sehr. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder Doppeltag 100 Büchsen. Of August 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Also, falls ich gerade gesehen habe, dass ich immer auf meinem Handy nachgeguckt habe,
tut mir leid, ich dachte, ich habe vergessen, dass ich gleich die Quest gemacht habe. Aus dem Küchenboden, Tränen liefen ihm über das Gesicht, als er den ersten Tritt in seinen Bauch spürte. Hatze versteckte sich aus Angst, beschraubt. Alter, ging es um uns das und... Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Er würde den alten Schneider am Berkeley Platz in London nie wiedersehen. Noch eine einsame Seele mehr in London. Es schien irgendwie passend. Okay, hier war ich doch. Ah ja, hier war ich ja mit dem Setup aufgehört. Alexander, dem Baron von Brennenburg, meine volle Aufmerksamkeit und Dienste. Dieser Vertrag ist 3 Jahre gültig. Ich werde den meine Freiheit wieder erlangen. Außerdem empfiehlt Alexander, Baron von Brennenburg, meine Dienste dem preußischen Königshof sowie den Orden des Schwarzen Adlers. Möge niemand diesen Vertrag brechen. Wilhelm Hausberry. Turbolator.
old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Ja, dann tu es auch, dann Auftrag mit Diensten. Of May 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum.
Achso, ja. Der Weg, der sich unter der jetzt sehr gesperrt. Aber wegen dem Erdbeben, ja, tut mir auch ja was. Okay, wir müssen jetzt einfach mal gucken, wie wir beim nächsten Mal weiterkommen. Wir freuen uns, wenn ihr euch mal meine anderen Videos anguckt. Dann bis dorthin alles Gute und